Ja, bring noch ein Möbelstück, dann kannst du wieder Holzfäller sein. Weil ich denke, dann haben wir genug Möbelstücke im Lager. So, Bogenmacher. So, weil wir haben jetzt 5 im Lager. 1 hast du, macht 6. Mach doch mal 2 Fugen. So, dann lassen wir ihn mal schön vollladen. Ihn lassen wir Bögen herstellen. Während unser Träger hier Zeug holt und arbeitet. So, unser Bogenmacher musste mal kurz beten, okay. Holt sich ein Eisenwerkzeug. So, und Jäger. So, dann gehen wir weiter erkunden. Ja, jetzt holen sich die Leute auf jeden Fall Eisenwerkzeuge, was viel praktischer ist. Eisenschmelze steht schon lange leer. Mhm. Und wie ich gedacht habe, die Insel endet hier. Und man kommt von hier aus nicht mehr auf die andere Seite, nur von hier oben aus. So, dann gehen wir da oben hin, weil da liegt jede Menge Nahrung. Dann werden wir hier oben weiter erkunden. Das Fleckchen da unten ist mir gerade egal. Jetzt muss ich mal kurz... Leben habe ich noch. Geschirr wird langsam knapp. Okay, Werkzeugschmied muss auch beten. So, du bringst 2 Möbel zurück wieder. Nimmst dann halt 3 Möbel mit, hoffe ich mal. Ja. Gehst aber erst mal essen und schlafen. Du hast den Bogenmacher erforscht, sehr gut. Und das heißt, wir können Verteidigungstürme bauen. Yay. Und die können wir sogar bauen.
Nein. Entschuldigung. Dich will ich gar nicht auswählt haben. Sondern ich will hier meine Verteidigungstürme haben. Einigermaßen nah beieinander, dass sie sich gegenseitig Deckung geben können. Du bist hungrig. Das heißt, ich werde dich hier mal an den Bärensträuchern vollstopfen, sobald du ausgeschlafen hast. Ja, ich weiß, dass Ari hungrig ist. War ja auch ungefähr so geplant. Behaupte ich einfach mal. So, du brauchst jetzt mal keine Bögen mehr herstellen, sondern Holzfällen. So, und da kommt unser letztes Gold. So, die Verteidigungstürme werden gebaut. So, findest hier nochmal Nahrung. Sehr schön. Für alle Fälle. Ja, Webstube steht schon eine Weile leer, ist aber okay. Nein, einer Träger bringt alles an Zeug in die Kaserne. Nachher kann ihn der zweite Träger noch unterstützen. Oh, hier ist auch nochmal Nahrung. Ach, sehr gut. Also geht hauptsächlich um die Nahrung für meinen Kundschafter. Hier wäre Gold und Eisen. Da könnte man dem Spiel eigentlich fast eine Logiklücke vorwerfen, weil Eisen ist eigentlich braun, wenn es verarbeitet ist. So, genau, du wirst Träger. Arbeitest dort. Du kannst trainiert werden. Der erste Verteidigungsturm ist fertig. Ja. Jetzt sind noch mehr Frauen hier unten. Frag mich, ob die irgendwann verhungern da unten. Oh, noch mehr Nahrung. Also ja, zum Glück ist der Mississippi reich an Nahrung. Und ja, wenn man sich die hier ansieht, sehen sie auch recht friedlich aus. Ich meine, sie haben da zwar ein Stammestotem und zwei Schwertkämpfer drumherum. Aber ansonsten haben sie nicht viele Soldaten. Das heißt, die werden sich wahrscheinlich recht stark raushalten aus dem Krieg. So, wir haben zwei Verteidigungstürme.
Hier hat einer ein Lagerfeuer gemacht. Okay. Aber ja, ich warte jetzt noch ein wenig, bis das ganze Gold und die nötigen Waffen eingelagert sind. Bei dir warten wir noch, bis du... dein Maximum erreicht hast. Also deinen Rang erreicht hast. Und ja, ich bin wirklich am Überlegen, ob ich nicht noch einen zweiten hier einstelle für Steinmetzarbeiten und noch einen Holzfäller am besten. Also ein Zweifamilienhaus mit einem Holzfäller und einem Steinmetz. Weil der alleine ist ein bisschen zu viel für die ganzen Arbeiten. Den könnte ich eher als Lehmarbeiter, also als Töpfer und Eisen und Lehm lassen. Und den zweiten lasse ich die ganze Zeit Steine klopfen. Genauso wie ich immer einen Holzfäller haben sollte. So, meine Bauarbeiter sind unterwegs. Wir sind hier schön am Aufdecken der restlichen Karte. Kinder sind unterwegs für die Berufe. So, such dir deinen Weg über den Fluss. Das wird wahrscheinlich hier sein, hä? Dann gehen wir erstmal hier oben entlang. Hier dürften wir auch irgendwo wieder über den Fluss kommen. Hier können wir essen. Ja, Waffenröcke und Bögen werden eingelagert. Speere und Lederrüstung auch. So, du hast den Werkzeugschmied erfunden. Das heißt, du... töpferst jetzt mal wieder. Dafür hast du ja noch genug Leben. Auf wie viel bist du auf unendlich? Stell dich erstmal auf 9 und dann machen wir nochmal 9. Genauso solltest du mal wieder neue Schuhe herstellen.
Ah, jetzt ist gar kein Geschirr mehr übrig. Das sollten wir schnell ändern. Tut er auch zum Glück. Ja, will.